Der erschütternde Fall einer jungen Ausreißerin beschäftigt nun die Kripo-Kommissarin Norbert Meinert und Linus Haie. Wir haben gerade die Lara Sommer mitgebracht. Sie ist eine vermisste Person. Ihre Mutter hat sie vor 2 Tagen als vermisst gemeldet. Jetzt ist sie auf dem Weg nach Berlin in einem Zug erwischt worden, wie sie schwarz gefahren ist. Und so ist das praktisch aufgeflogen, dass sie schon seit 2 Tagen vermisst ist. Und jetzt müssen wir mal schauen, was in den 2 Tagen jetzt vorgefallen ist. Das ist nicht gewöhnlich. Sie ist noch nie einfach abgehauen. Die Mutter kann sie jetzt nicht erklären. Eine gute Beziehung. Schauen wir mal. Die Beamten haben die Mutter des Mädchens zur Wache gebeten. Sie hoffen, dass sie in deren Beisein Näheres zu den Umständen des Verschwindens in Erfahrung bringen können. Ich habe sie vor 2 Tagen vermisst gemeldet. Ja, ja. Und wir sind gerade erst hingezogen vor 4 Monaten und von Berlin nach Duisburg. Mhm. Und ich kenne ja auch keinen. Ich wüsste gar nicht, wen ich hier ansprechen sollte, ja, verstehe. Und anrufen sollte. Sie gucken sich doch mal an, wie die aussieht. Ja, sieht ein bisschen mitgenommen aus, ne? Lara, erzähl doch mal, was hat dich bewegt, überhaupt abzuhauen? Das hast du ja noch nie gemacht. Könnte ich dir mit irgendwem alleine reden oder meine Mutter? Ja, klar, kein Thema. Gehen wir mal eben rüber. Gehst du mit rüber? Ja. Ich hatte so einen Eindruck, als wenn sie sich fürchterlich schämt für das, was da passiert ist und für den Grund, warum sie abgehauen ist. Und das war dann auch wohl der Grund, warum sie dann Wert darauf gelegt hat, dass ihre Mutter bei einer Befragung, Vernehmung nicht zugegen ist und sie lieber auch nur mit einem sprechen würde, als mit jetzt im Raum mit 4 Leuten. Ja, also das fing damit an, dass ich in einer Cocktailbar auf jemanden gewartet habe und dann irgendwie versetzt wurde und dann abends nach Hause kam und da ist mir aufgefallen, dass mein Tablet auf einmal weg ist und dann bin ich morgens in die Schule gegangen und was war dann? Hing da überall Blätter mit einer Internetseite. Blätter von einer Internetseite? Was für eine Internetseite war das? Da waren Nacktbilder von mir. Nacktbilder von dir? Und das hat die ganze Schule gesehen? Ja. Und dann wurde ich einfach nur noch weg und dann bin ich einfach weggerannt. Der Grund für das Verschwinden von Lara Sommer lag darin, dass sie praktisch in ihrer Schule mit einer sehr peinlichen Situation konfrontiert wurde. Es hingen praktisch nackte Bilder von ihr überall an den Wänden mit einem Link zu mehr nackten Bildern. Und da konnte sie auch was mit anfangen, weil sie das praktisch auch selbst mal diese Bilder für sich selbst aufgenommen hatte, aber natürlich nie wollte, dass die irgendwie in die Öffentlichkeit kommen. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich in der Cocktailbar mit jemandem verabredet hast? Was war davor? Also das hat damit angefangen, dass ich mich im Internet in so einem Chatportal angemeldet habe. Ja. Und da habe ich dann den Tommy kennengelernt. Wie heißt er mit dem ganzen Namen? Der hieß da einfach nur Tommy. Mit besagtem Tommy begann das Mädchen im Chat zu flirten und erzählte ihm dabei auch von den Nacktfotos, die sie vor kurzem selbst aufgenommen hatte. Ein paar Tage später hat er dann gefragt, ob wir uns so treffen wollen und dann wollte er unbedingt in so eine Cocktailbar. Keine Ahnung wieso. Die kanntest du nicht, die Cocktailbar vorher? Die bitte? Die Cocktailbar kanntest du vorher nicht? Nein. Du bist das erste Mal da gewesen. Ja. Und er wollte da unbedingt hin. Doch der Internetflirt erschien nicht zum Date. Eine Stunde hat er das Mädchen in der Bar ausgeharrt und sich die Zeit an seinem Tablet vertrieben. Als es kurz auf der Toilette war, wurde das Gerät geklaut, mitsamt den Nacktfotos. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was die Lösung dafür ist, aber wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir vielleicht diesen Tommy finden. Weil er vielleicht das Laptop, das Notebook-Dings, wie heißt das, Tablet, geklaut hat. Und dann die Bilder hochgeladen hat. Irgendwer muss es ja gemacht haben, ne? Du hast die Bilder nirgendwo sonst geteilt oder irgendwas gemacht? Gar nicht. Du bist jetzt zufällig mal irgendwie da drauf im Rampenlicht, aber im Grunde genommen kann das jeder andere auch genauso sein. Das haben sie auch in 2 Wochen wieder vergessen. Passiert ja ständig so ein Kratsch. Da musst du jetzt auch keinen großen Kopf machen. Es vergeht, wächst ein bisschen Gras drüber, ist das ganze Ding vergessen. Hoffentlich. Bestimmt. Ich gehe mal kurz zum Kollegen. Kannst du einen Moment warten? Ja. Für die weiteren Ermittlungen schickt Kommissar Meinert die Mutter des Mädchens aus dem Büro, denn die soll nach wie vor nichts von den Bildern erfahren. Mit den Zugangsdaten des Teenagers suchen die Beamten auf der Chat-Website nach dem verdächtigen Internetflirt und den pikanten Fotos.
die Geschichte so stimmt, dann ist das ja ein ganz netter Zeitgenosse. Aber echt. So, jetzt guck ich hast mal. Hast du denn diesen Link? Den Link habe ich auch. Na gut, das muss jetzt nicht unbedingt auf die... Nee, das muss brauchen jetzt nicht jetzt hier alle sehen. Gezeigt werden, ja, das ist das ja... Das ist natürlich noch hier ein Jugendlicher, das machen wir gleich mal wieder dicht hier. Also... Das ist natürlich kompromittierend, ist ja klar. Also wenn, stell dir vor, deine Tochter hat so eine Bilder auf dem Tablet, das hängt auf einmal in der Schule, ist natürlich auch völlig fertig. Das wäre ja jeder. Die Polizisten sind sicher, dass der Internetflirt für das gestohlene Tablet und die öffentlichen Nacktfotos verantwortlich ist. Mit einer Abfrage beim Einwohnermeldeamt wollen sie den Mann finden und ihm einen Besuch abstatten. Sie können Ihre Tochter nehmen und gehen Sie nach Hause, beruhigen Sie sich. Wir melden uns in jedem Fall noch bei Ihnen. Aber dass Sie jetzt erstmal runterkommen und... Ja? Okay. Und du bleibst hier und läufst nicht wieder weg, versprochen? Ja. Gut. Wir haben die Mutter mit ihrer Tochter jetzt erstmal hier an der Wache entlassen. Die sollen jetzt erstmal nach Hause gehen, sich beruhigen, vielleicht auch nochmal miteinander sprechen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig in dem Fall. Möglicherweise ergeben sich ja weitere Fragen für uns, aber das ist jetzt nichts, was wir unbedingt jetzt heute in der Situation, in der beide stecken, sehr aufgewühlt klären müssen. Das hat dann auch noch ein, zwei Tage Zeit und wir schauen erstmal, was wir in dieser Zwischenzeit alles ermitteln können. Alles Gute für Sie, ne? Danke. Lass den Kopf nicht so hängen, wird schon wieder. Doch die Spur der Beamten verläuft im Sande. Laut Meldebehörde gibt es den Internetflirt nicht. Sein Name offenbar ein Fake. Der einzige Anhaltspunkt, der den Kommissaren noch bleibt, ist die Cocktailbar, in der das Tablet geklaut wurde. Hallo, guten Tag. Ah, hier Kripo Duisburg, das ist mein Kollege, Herr Meinert. Hallo. Ja, hallo. Sie sind die Besitzerin, Betreiberin hier? Ja, genau. Gut, wir hätten dann nämlich mal eine Frage zu einem Gast, der vor ein paar Tagen hier gewesen ist. Die Polizisten schildern der Betreiberin den Sachverhalt und haben Glück. Seit einem Überfall auf die Bar hat die Wirtin Überwachungskameras installiert. Die Kommissare lassen sich von ihr die Aufnahmen von vor zwei Tagen zeigen. Ja gut, dass Sie da jetzt die Videoüberwachung haben, das ist natürlich sehr hilfreich für uns. Ja. Ach, wir gucken mal. Ah, ich glaube, das ist er. Kennen Sie das müsste den? Doch, den habe ich gesehen. Der war schon mal... Doch, ja klar. Sie hat uns dann die Inhalte der fraglichen Zeit auch zur Verfügung gestellt. Und dort konnten wir erkennen, dass die Lara Sommer dort gesessen hat. Und in einem unbeobachteten Moment, wo sie auf Toilette war, ein Mann sich an ihre Tasche zu schaffen machte und schnell ein Tablet herausfischte. Wir haben hier im Moment auf dem Dach arbeiten laufen und okay. Das ist ein Dachdecker bei uns. Also wenn Sie hier rausgehen und da einmal um die Ecke gehen, da finden Sie den. Auf dem Weg zum Dieb treffen die Kripo-Beamten auf das Opfer und seine Mutter. Die hat inzwischen erfahren, was passiert ist. Mit ihrer Tochter wollte sie nun in der Bar nach Hinweisen forschen. Die Kommissare bitten die beiden, sich nicht in die Festnahme einzumischen und entdecken den Täter inmitten eines lebensbedrohlichen Streits. Nein! Egon von 32. Ja, okay. Was ist passiert? Ich kann jetzt noch nicht so richtig einschätzen, ob der Tommy hier jetzt absichtlich den anderen vom Dach praktisch geschubst hat. Das war aufgrund der Entfernung des Winkels und auch der Sonne, die da so ein bisschen geblendet hat, nicht 100% einschätzbar. Zu unserem Einsatzort hier in der Cocktail war dringend ein RTW mit Hilfe vom Dach gestürzt. Oder was ist ein Unfall? Nein, ich bin ausgerutscht. Ja, ich bin ausgerutscht. Kommen Sie mal bitte runter. Kommen Sie mal bitte runter da oben, aber auf dem richtigen Weg. Die Polizisten kümmern sich zunächst um den Verletzten, jedoch ohne ihn zu bewegen, um keine bleibenden Schäden an der Wirbelsäule zu riskieren. Dabei erfahren sie, dass der Gestürzte und das Mobbingopfer sich kennen. Die beiden gehen in dieselbe Klasse der Berufsschule. Er hat sich ein Bein gebrochen, er hat gerade einen Streit mit ihm auf dem Dach. Was ist hier passiert? Es kam dann plötzlich ein Mann auf den Hof gelaufen, wie sich herausstellte, handelte es sich darum, dabei wohl um den Eigentümer oder Besitzer dieser Dachdeckerfirma, der natürlich auch überhaupt kein Interesse daran hat, dass solche Vorkommnisse auf seiner Baustelle passieren. Und das ist der Tommy, das ne? Das ist der Theo. Theo. Theo, das ist mein der Sohn ist mein Auszubildender, den haben wir jetzt gerade... Hat gerade angefangen. Lassen Sie mal in die Rettungskräfte durch, bitte. Hallo. Was ist denn passiert? Der Sohn ist vom Dach gestürzt, von da oben. Die beiden jungen Männer sind Dachdeckerlehrlinge im selben Betrieb und gestehen, dass sie die Taten an dem Mädchen gemeinsam begangen haben. Der Tablet-Dieb war zugleich der Lockvogel im Internetflirt und heißt nicht Tommy, sondern Theo. Das ist der Fake? Tommy ist der Fake? Ja, das kann auch nicht wahr sein.
Warum? Wie gesagt, ich hatte so Streit mit meiner Freundin. Aber es hat nichts mit der Lara zu tun eigentlich. Ich hatte so Streit mit meiner Freundin. Ja. Und dann, ich habe so eine Wut auf Frauen. Und dann habe ich das Tablet geklaut. Wir haben ein Fake-Profil erstellt. Aber die Bilder hat er veröffentlicht, damit habe ich nichts zu tun. Laut dem Dieb ist sein Azubi-Kollege Drahtzieher der Mobbing-Aktion. Er hatte sich in die Geschädigte verliebt, doch die hat ihn zurückgewiesen. Aus verletztem Stolz wollte er sich mit den veröffentlichten Nacktfotos rächen. Als den beiden klar wurde, dass sie aufgeflogen sind, kam es zum fatalen Streit auf dem Dach. Sag mal, Jungs, was könnt ihr denn schon sagen, was mit ihm ist? Also sagen können wir, dass er zumindest eine Schulterfraktur hat und einen frakturierten Unterschenkel. Innere Blutung können wir nicht ausschließen, deswegen beeilen wir uns jetzt. Ja. Wir packen jetzt auf eine Schaufeltrage. Der wäre total toll, wenn er uns helfen würde. Na klar, zu viert Richtung Auto. Im Auto legen wir einen Zugang und fahren mit ihm schnell in Schockraum. In die Klinik. Genau, in die geeignete Klinik. An sich ist er jetzt erstmal soweit äußerlich stabil, aber wir beeilen uns jetzt. Und dann gucken wir gleich im Auto noch mal genauer. Okay. Okay? Wir haben den Theo jetzt erstmal nach Hause entlassen, weil er in fester Arbeit ist. Er hat einen festen Wohnsitz. Wir haben eine Abfrage gemacht über unsere Zentrale und er ist bis jetzt polizeilich nicht in Erscheinung getreten, ist praktisch einwandfrei in Leumund. Von daher gesehen besteht uns für jetzt kein Haftgrund oder ähnliches und konnten ihn erstmal aus der Situation heraus entlassen. Das ist die Hand, die Ecken, wäre gut. Okay. Genau. Komme ich mit nach vorne. Kann man direkt draufpacken. Dann gehen wir weiter. Ihr gebt das Kommando. Es wird Wochen oder gar Monate dauern, bis die Verletzungen des Haupttäters geheilt sind. Um seinen Job muss er in dieser Zeit nicht bangen. Sein Chef kündigt ihm ebenso wie dem anderen Lehrling noch vor Ort. Das ist jetzt ja wirklich blöd ausgegangen für Sie, ne? Das ist die selber Schuld. Wer ist selber schuld? So, pass auf. So. Einmal. Lara. Das ist selber schuld. So arrogant gewesen. Ja gut, aber das ist ja kein Grund, nur weil ein Mädel mal arrogant ist, dass man gleich so eine Nummer abzieht hier. Ne? Ich meine, was dabei rausgekommen ist, sehen Sie ja selber. Das hätte ja nicht sein müssen. Die beiden beteiligten Herren an dieser ganzen Streiterei auf dem Dach erwarten jetzt unterschiedliche Verfahren. Zum einen der Tommy, Theo, wegen des Diebstahls von diesem Tablet. Auf der anderen Seite natürlich der vom Dach gestürzte Sören wegen des Verbreitens jugendpornografischer Schriften. Sie können erstmal. Jo. Ja, danke schön. Alles klar. Das Mobbingopfer wechselt die Schule und kann noch mal ganz neu in Duisburg anfangen.